Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Um den Mord an der damals 17-jährigen Martina Claudia Posch. Vielleicht auch bekannt unter dem Namen Mondseemord. Martina wohnte im Haus ihrer Mutter in Völklerbruck und absolvierte seit einem Jahr eine Ausbildung zur Bürokauffrau bei einer Baufirma im nur 5 Kilometer entfernten Adnang-Pochheim. Um dorthin zu gelangen, benutzte sie üblicherweise einen Bus, der um 6.45 Uhr von einer nahegelegenen Parallelstraße aus abfuhr. Fall war Filmfall 1 in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 6. November 1987. Und in der Einleitung wird direkt davon gesprochen, dass Martina wahrscheinlich ein Geheimnis hatte und dies der Schlüssel zur Aufklärung der Tat sein könnte. In der Sendung Aktenzeichen XY wird Martina als jemand dargestellt, der nicht gerne früh aufsteht. Und auch an ihrem letzten Tag kommt sie anscheinend schwer aus dem Bett und muss sich dann beeilen. Dann am 12. November 1986 gegen 6.40 Uhr wie üblich das Haus, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Gab es erst einmal nichts Ungewöhnliches. Sie hatte ihrer Mutter bereits mitgeteilt, dass sie gegen 17 Uhr direkt zu ihrem Freund fahren wird. Er wartete dann ab 17 Uhr auf Martina. Sie um 18 Uhr noch nicht eingetroffen war, rief der Freund bei der Mutter von Martina an, um in Erfahrung zu bringen, wo Martina denn bleibt. Aber die Mutter war der Meinung, dass Martina doch schon längst bei ihm wäre. Da ihr Freund keine Lust mehr hatte zu warten, sagte er der Mutter, dass er jetzt geht und sich direkt auf dem Weg zu dem Haus von Martina und ihrer Mutter macht. In der Zwischenzeit ruft Martinas Mutter bei ihrer Arbeitsstelle an und erfährt von einem Vorgesetzten, dass Martina an diesem Tag gar nicht bei der Arbeit erschienen war. Die Mutter und der Freund schalteten sofort die Gendarmerie ein. Diese konnte dann Aussagen feststellen, dass Martina diesen Morgen gar nicht im Bus war. Die daraufhin folgenden Suchaktionen von Bekannten, Verwandten und der Gendarmerie blieben erfolglos. An diesem 12. November 1986 war Martina mit ihrem Freund verabredet, da dieser genau an diesem Tag seinen 19. Geburtstag feierte. Mit dem Freund war sie bereits seit 2 Jahren zusammen. Er machte gerade eine Ausbildung zum Schlosser und stand kurz vor dem Abschluss. Die beiden hatten bereits geplant, im darauffolgenden Jahr, wenn Martina 18 ist, zu heiraten. 10 Tage später, also am 22. November 1986, fanden 2 Sporttaucher am seichten Ufer, Bergwand am Südufer des Mondsees, die Leiche von Martina. Eingewickelt in 2 olivgrüne Blaben. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass sie spätestens 2 Stunden nach dem Verlassen ihres Elternhauses durch Erwürgen getötet worden war. Dies konnte anhand des Mageninhalts ermittelt werden, da sie vor dem Verlassen des Hauses noch schnell etwas gefrühstückt hatte. Zudem konnte durch den Zustand der Leiche festgestellt werden, dass sich zwischen der Tötung und der Ablegung am See vergangen sein müssen. Derzeit muss Martina an einem kühlen Ort abgelegt worden sein. Man vermutete, dass es eventuell eine Scheune gewesen sein könnte, da an der Haut Anhaftung von Kieselsteinen und Strohpartikeln gefunden wurden. Bisher zu dem Ablauf des Falls am Tag des Verschwindens und dem Auffinden von Martina. Jetzt kommen wir zu dem Geheimnis in ihrem Leben, beziehungsweise dem eventuellen Geheimnis. Aber es sieht ganz danach aus, als wenn sie tatsächlich etwas zu verbergen hatte. In der Firma, in der Martina ihre Ausbildung machte, wurden die Fahrscheine erstattet, die für den Weg zur Arbeit und zurück gekauft wurden. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass Martina
Anschein auch andere Fahrscheine abgerechnet hat. Fahrscheine, die von ganz anderen Strecken stammten. Es sah so aus, als wenn Martina weggeworfene Fahrscheine aufgehoben hat und diese dann in der Firma abrechnete, die nicht mit dem Bus zur Arbeit gefahren ist. Hätte sich dann natürlich die Frage, wie sie an diesen Tagen zur Arbeit gefahren ist. Denn bei der Arbeit war sie. Durch diese Fahrkartenabrechnung bei ihrer Arbeitsstelle und den Zeugenaussagen von Freundinnen bzw. Arbeitskolleginnen ergab sich die Tatsache, dass Martina seit mindestens September 1985 in unregelmäßigen Abständen von einem Mann mit dem Auto zur Arbeit gebracht, wieder abgeholt und nach Hause gefahren wurde. Sie hat daraus ein großes Geheimnis gemacht und hat es nur einer Kollegin oder Freundin unter dem Versprechen der Verschwiegenheit mitgeteilt, wie der Mann hieß. Diese konnte sich aber leider nicht mehr daran erinnern. Niemand hatte den Mann bzw. das Auto jemals gesehen, mit dem Martina dann zur Arbeit zurückgebracht wurde. Leider konnte seine Identität nie festgestellt werden. Es gab mehr als 2000 Verhöre, Befragungen, der Überprüfung von mehr als 500 Alibis und auch die Ausstrahlung in der Sendung Aktenzeichen XY konnte keinen Hinweis auf diesen Autofahrer bzw. auf den Täter geben. Jedenfalls ist bis heute der Tatort und auch der Zwischenablageort von Martina, es sich mit Sicherheit um eine Scheune gehandelt hat, unbekannt. Hoffnung stützten die Beamten damals auf die fehlerhaft hergestellten Planen, in denen Martina eingewickelt gewesen war. Diese wurden ausschließlich in Lenzing produziert und solche, die wegen eines Gewebefehlers ausgesondert worden waren, vergünstigt an werksinterne Personen abgegeben worden. Beamten überprüften erfolglos sämtliche Mitarbeiter des Werks und stellten Beispielplan in Geschäften und Banken der Umgebung aus. Aber es passierten noch weitere Pannen bei der Ermittlung in diesem Fall. Zum Beispiel verschwanden im Laufe der folgenden Jahre und Jahrzehnte zum Beispiel ein Pullover, der an der Leiche sichergestellt worden war. Und die beiden Planteile, in die Martina Posch eingewickelt gewesen war. Nachforschung über den Verbleib dieser Gegenstände blieben und bleiben immer noch erfolglos. Sie sind einfach verschwunden. Das Landgericht Wels hat zudem beklagt, dass es selbst auf mehrmalige Anforderungen nie die vollständigen Akten, Niederschriften und Beweismittel zu dem Fall erhalten hat. Damals wurden auch noch keine DNA-Spuren gesichert, wie es bei aktuellen Mordfällen zum Standardprozess gehört. Der Versuch einer nachträglichen DNA-Sicherung an den noch vorhandenen Beweisstücken blieb lange erfolglos. Dies erwies sich als besonderer Rückschlag, da nun über 25 Jahre nach der Tat ein DNA-Vergleich nahezu nicht mehr möglich war, den eventuellen Tatverdächtigen überführen zu können. Am 9. Februar 2013 meldeten dann aber die oberösterreichischen Nachrichten und auch die Salzburger Nachrichten, dass es den Sicherheitsbehörden gelungen sei, unter den Fingernägeln DNA-Spuren zu isolieren, von denen sich die Ermittler sicher seien, dass sie vom Täter stammen. 10 Verdächtige konnten dadurch bereits als nicht mehr verdächtig eingestuft werden. Die Tötung von Martina Posch ist der bisher am längsten ungeklärt gebliebene Mordfall in Oberösterreich. Nach wie vor arbeiten Beamte an diesem und weiteren ungelösten Fällen in dem Bundesland. Leiter der Mordgruppe im Landeskriminalamt Oberösterreich wäre ein solch lange zurückliegender Fall beispielsweise durch neue Ermittlungsmethoden, wissenschaftliche Erkenntnisse sowie operative Fallanalysen zu lösen, wobei die Schwierigkeiten bei den Zeugenaussagen
und Alibi-Überprüfung legen. Kommen wir einmal zu zwei Tatverdächtigen. Dazu gehörte einmal ein sogenannter Konrad K. aus dem oberösterreichischen Leonding. Dieser war wegen Vergewaltigung von vier Mädchen 1991 verurteilt worden. Es konnte ermittelt werden, dass er sich rund 20 Minuten nach der Tat im nur 12 Kilometer entfernten Laakirchen aufhielt. Die Ermittler befragten ihn damals mehrfach zu dem Fall, doch er hat die Tat vehement geleugnet. Er hat damals zwei Mädchen in seinen Keller verschleppt und missbraucht. Deswegen wurde er damals zu 6 Jahren Haft verurteilt, war zu dem Zeitpunkt der Befragung aber schon 15 Jahre hinter Gitter und dürfte wohl lebenslang bleiben, da er als unverbesserlicher Rückfalltäter galt, der nie wieder frei sein darf. Ein weiterer Verdächtiger war Wolfgang Otz. Dieser hatte zwei Frauen an Ufern von Gewässern in der Steiermark ermordet. 1995 nahe dem Attersee in Oberösterreich verhaftet. Auch Ott hat das Verbrechen geleugnet. In Österreich führende Kriminaltechnikerin Friederike B. glaubte auch nicht an seine Täterschaft. Internationale Aufmerksamkeit erlangte der Fall dann nach der Festnahme von Josef Fritzl im Jahr 2008. Dieser hatte seine Tochter rund 24 Jahre in einer Kellerwohnung gefangen gehalten und mit ihr 7 Kinder gezeugt. Er kam auf ihn als möglichen Täter, da er zu der Tatzeit gemeinsam mit seiner Frau die gegenüber der Leichenfundstelle gelegene Pension zum Seestern geführt haben soll. Außerdem sah Martina seiner Tochter sehr ähnlich gesehen haben. Falls ihr es nicht wisst oder euch nicht daran erinnern könnt, der Fall Fritzl wurde aufgeklärt, nachdem eines der im Keller aufgewachsenen Kinder, eine zum Zeitpunkt der Befreiung 19 Jahre alte Frau namens Kerstin, wegen einer lebensbedrohlichen Erkrankung von Fritzl ins Krankenhaus gebracht worden war. Dort hatten nach ihrer Identität und derjenigen ihrer Mutter gefragt, woraufhin Fritzl dann auch seine übrigen Opfer freiließ. Der Öffentlichkeit hatte er stets erklärt, seine Tochter sei zu einer Art Sekte geflohen und habe die adoptierten Kinder vor seiner Haustür ausgesetzt. Mit einer Freiheitsberaubung von fast 24 Jahren handelte es sich um einen der schwersten Fälle dieser Art in der Kriminalgeschichte Österreichs. Fritzl wurde dann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Kommen wir zurück zu dem Fall von Martina. Nachtrag, falls ich es vorher nicht erwähnt haben sollte. Also diese DNA-Spur konnte 2014 isoliert werden. Nachrichten zu diesem Fall gab es in den Salzburger Nachrichten in der Ausgabe vom 30. Juli 2021. Da wurde berichtet, dass es einen Verdächtigen gibt, der sich gegen die Verwertung seines genetischen Fingerabdrucks wehrt. Ja, war das ein Bezahlartikel, so dass ich da jetzt keine weiteren Informationen finden konnte. Aber wie man sieht, der Fall ist jetzt mittlerweile 35 Jahre her und die Polizei ist immer noch aktiv bei diesem Fall, obwohl es einige Pannen und Fehler gegeben hat. Wie wir ja feststellen, auch in den letzten Fällen gibt es wohl die des Öfteren. Leider muss man da sagen, dass es bei der Polizei auch nur Menschen gibt. Aber ich denke mal, gerade in solchen Fällen muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein und konzentrierter sein. So, jetzt schauen wir uns den Fall nochmal zusammengefasst an. Also, Martina ist am Tattag nicht mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Und 2 Stunden später, nachdem sie das Haus verlassen hat, müsste also ca. 8.40 Uhr gewesen sein, wurde sie getötet. Da liegt die Vermutung natürlich sehr nahe, dass dieser Unbekannte, mit dem sie im Auto gefahren ist, etwas mit dem Tod zu tun hat.
Dann stellt sich natürlich die nächste Frage. Wer bringt ein junges Mädchen über ein Jahr lang des Öfteren zur Arbeit und zurück? Warum macht er das? Was ist sein Gedanke dahinter? War es dann vielleicht, wenn Martina den Bus verpasst hatte? Oder hatten die beiden bereits eine Absprache? Oder hat er einfach an der Bushaltestelle gewartet? Also welches Verhältnis bestand denn zwischen den beiden? Gab es da ein Muster, an welchen Tagen sie nicht mit dem Bus gefahren ist? Was war an diesem Verhältnis oder dieser Bekanntschaft zu diesem Mann so geheim? Warum hat in über einem Jahr niemand den Wagen gesehen? Warum hat niemand gesehen, wie Martina in diesen Wagen ein- und ausgestiegen ist? Hat er sie dann nicht direkt zur Firma gebracht oder hat er sie ein Stück vor der Firma abgesetzt? Aber selbst da hätte man noch irgendetwas sehen müssen. Das ist ein Zeitraum von über einem Jahr und durch Zufall sieht man sowas doch einfach mal und fällt einem auf, wenn man Martina kennt. Der eine Aspekt in diesem Fall. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man in den späteren Jahren diese Person irgendwie aus den Augen verloren hat, beziehungsweise nicht mehr weiter ermittelt hat. Denn es kamen ja dann diese anderen Tatverdächtigen ins Spiel. Unter anderem Fritzl. Es ist natürlich schon recht merkwürdig, wenn Fritzl gegenüber der Fundstelle dementsprechend ein Restaurant hatte. Dort wäre natürlich auch die Möglichkeit, die Leiche dann halt abzulehnen. Es ist vielleicht dann keine Scheune, aber auch dort wird es eine Räumlichkeit geben, wo man jemanden kühl ablegen kann. Martina soll der Tochter ja auch sehr ähnlich gewesen sein vom Aussehen her. Ebenso ist die tatsächliche Tochter von Fritzl auch nur 3 Jahre älter gewesen als Martina. Zeitlich passt es in etwa, denn Fritzl hat die Tochter ab 1984, genauer gesagt vom 28. August 1984, in seiner Wohnung unterhalb des Hauses gefangen gehalten. Martina verschwand am 12. November 1986 und wurde seit September 1985 des Öfteren halt von einer Person zur Arbeit gefahren und zurückgebracht. Das zeitlich mal anguckt, wenn man eine Pension betreibt, kann es natürlich durchaus sein, dass man um diese Uhrzeit schon unterwegs ist, um etwas zu besorgen, eventuell fürs Frühstück oder ähnliches, dass man dann zu einem Markt fährt, der dann um diese Zeit schon geöffnet hat, ein Großmarkt dementsprechend für Pensions-, Restaurant- oder Hotelbetreiber. Es muss nicht, aber es könnte durchaus sein, dass Fritzl dementsprechend vielleicht dieser Autofahrer war, der sie des Öfteren zur Arbeit hin und zurück gebracht hat. Und vielleicht eine zweite Person suchte, die er in dieses Kellerverlies sperren konnte. Wie schon gesagt, Martina war nur 3 Jahre jünger und dementsprechend soll sie der Tochter schon sehr ähnlich gesehen haben. So, das waren von meiner Seite aus noch ein paar Gedanken zu dem Fall. Vielleicht kommt ja irgendjemand von euch aus der Nähe, aus der Gegend, weiß vielleicht noch ein paar Informationen über den Fall. Und wenn ja, dann bitte in die Kommentare posten. Das würde mich sehr interessieren. Ich kannte den Fall schon ziemlich lange, bin jetzt aber erst vor ein paar Tagen wieder drüber gestolpert und dachte mir, es macht vielleicht doch Sinn, zu diesem Fall nochmal ein Video zu machen. Vor allen Dingen, weil da mal auch wieder so eine, sag ich mal, geheimnisvolle Hintergrundstory ist, wo jemand wohl eine Art minimales Doppelleben geführt hat, auf jeden Fall ein großes Geheimnis hatte und dies dann auch der Grund sein könnte, weswegen die Tat passiert ist. Womit ich natürlich in keinster Form dem Opfer eine Schuld geben möchte.
So, meine Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen bzw. Zuhören. Macht's gut, passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Video.